Was ich noch sagen wollte, ich habe in dem Discord-Chat für den Raum Rohan, habe ich den Link zu dem Whiteboard geteilt, was ich jetzt da geteilt habe. Alles ruhig in der Schule. Ich hätte an euch mal eine Frage. Wieso habt ihr euch für die Session entschieden? Was interessiert euch? Oder was? Also ich würde gerne Content, den ich habe oder den ich erzeugen möchte, noch einfacher oder schöner oder besser oder auf eine pfiffigere Idee verändern, vielleicht ein Video oder vielleicht weiß nicht was. Und da ich nicht alles kenne, habe ich gesagt, geh mal zum Stefan Okay. und lerne mal was. Okay, cool. Danke. Genau, meine Hoffnung ist eine ähnliche. Ich habe ziemlich viel Inhalt, muss den öfter überarbeiten. Und als ITler ist der nie so hübsch, der Inhalt. Also meine Hoffnung wäre, dass du jetzt sagst, pass auf, hier gibt es eine geile KI, die lässt auf deinen OneNote-Blog los. Dann hast du tolle Bilder, die den Text begleiten, alle Rechtschreibfehler draußen und das Ganze noch besser formuliert und vielleicht noch Quellen aus dem Internet gleich beigefügt. Okay, alles klar. Irgendwas davon. Na gut, ich würde gerne das Thema Content Curation mit KI verbinden. Ich meine, klar habe ich eine Vorstellung von Content Curation, aber ich habe so diesen Link noch nicht geschafft. Ich erhoffe mir eine neue Perspektive darauf. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass aktuell bei mir noch sehr viel Copy- und Paste-Arbeit ist. Und finde es cool, Tools oder Ideen kennenzulernen, wie ich nicht Sachen aus dem OneNote in ein Custom-GPT kopiere, dann Sachen generiere, sondern möglicherweise auch Ansätze, Microsoft Copilot möglicherweise irgendwann, Ansätze, wie man es ein bisschen mehr in die Workflows integrieren kann. Also ich habe dem eigentlich nichts zuzufügen. Also mir geht es ähnlich und ich bin relativ einfach noch mit KI unterwegs. Also ganz viel ChatGPT, viel Copy-Paste und würde halt gerne einfach ein paar Tipps und Tricks, was man noch alles machen kann und in den Alltag einbauen. Ja, wir waren schon mal näher in Kontakt, was die Content Curation angeht. Und ja, aus meinem Lightning Talk gestern ist ja, denke ich mal, klar geworden, dass ich ein bisschen was in der Richtung mache. Und ja, damit hast du mich eh schon gehabt. Also dem ist nichts zuzufügen. Ich schließe mich dem an. Da drüben ist jemand. Ja, ich habe zufällig letzte Woche was über GraphRAG gelesen, was LLMs betrifft, wo man, da gibt es eine neue Methode vorgestellt worden, wo man so Knowledge Graphs mit Hilfe von KI erstellen kann. Das ist ein Microsoft Paper und das würde mich interessieren, ob das sich jemand schon angeschaut hat. Noch jemand? Wir sind durch, ja. Online noch auf. Genau. Genau, an die Onliner vielleicht an euch. Was interessiert euch an der Session? Also ich kann mal starten. Letzten Endes ist es Content Creation beschäftigt mich ja auch schon ganz viel, weil es ja viele schlaue Menschen da draußen gibt und die Sachen zusammenzusuchen, muss nicht immer das Rad neu erfinden. Ich glaube, dass jetzt durch die neuen Tools jetzt nochmal eine neue Dimension dazu kommt. Und da finde ich es ganz spannend, einfach in den Austausch zu kommen. Okay, danke euch. Also vielleicht zum Anfang, also ihr habt schon ein paar sehr, sehr, sag ich mal, tiefgehende Fragen gestellt, wo ich ziemlich sicher bin, das können wir hier gar nicht beantworten. Aber was mir wichtig wäre, ist nicht, dass ich irgendwie erzähle, meine Ideen, wie ich das sehe und was ich mache, sondern ich fände es gut, wenn ihr auch eure Themen, also eure Workflows uns auch teilt. Also ich würde euch auch ermutigen wollen, dass ich nicht nur erzähle, sondern dass ihr sagt, ah, okay, ich habe da auch eine Idee und das mache ich so, dass wir so was Praktisches haben. Also dass wir nicht nur über Tools reden und uns fragen, ob Perplexity oder Arc oder sonst was die bessere KI-Suchmaschine ist, sondern dass wir wirklich irgendwie Hacks haben und dass wir so eine Hacks-Sammlung haben. Okay, ich glaube, es ist 10 Uhr. Ich fange mal an. Also hat jeder von euch den Link zu dem Whiteboard, das ich gerade teile? Nee? Nee, hat jeder. Okay.
Ich sage euch mal, was ich mir dabei gedacht habe. Ich habe hier einen ganz mini Input zum Thema Curation. Da würde ich gerne dieses Seek and Share Modell von Harold Sharkey, was der Simon gestern angesprochen hat, auch mal vorstellen. Dann habe ich einen Workflow an dem Beispiel, wie Curation funktioniert, und zwar ganz, ganz low level. Also ich habe irgendwie ein cooles Tool gefunden oder einen coolen Artikel gefunden, was mache ich mit dem und wie kommt dann irgendwie neuer Content raus. Und dann würde ich einfach ein paar Sachen teilen, mit der Hoffnung, dass ich nicht nur meine Hacks teile, sondern dass ihr alle irgendwie, dass ihr euch meldet und sagt, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was ihr wollt, teilt zusammen. Und was ich ganz super fände, ist, wenn ich habe hier unten einfach so einen Space reingemacht, den könnt ihr wirklich nutzen, wie ihr wollt, mit Screenshots, mit Tools und so weiter, dass ihr mir helft, das Ganze hier zu dokumentieren. Das fände ich super. Jetzt versuche ich mal erstmal die. Bei mir im Browser steht View Only. View Only. Macht das ein Problem bei den Beschreibungen? Ja, das macht ein Problem. Ich war zu blöd. Das Ding eins ist. Oder sollte man nicht lieber in den Chatkanal von Discord schreiben, weil dann kriegen die anderen auch was mit. Ja, du hast recht. Also lass uns in den Chatkanal schreiben. Das ist besser. Also bei euch geht's. Ja, genau. Okay. Also. Ist es okay soweit? Findet ihr es gut, dass ich kurz so eine Einführung, so einen Rahmen mache und dann teilt ihr die Tools? Okay. Der Prozess, wie man kuratiert oder wie ich den irgendwie einfach irgendwann vor einigen Jahren kennengelernt habe, wie ich den gut finde, dass der nicht so groß ist, das sind drei Schritte aufgeteilt. Also das eine ist, ich gehe aktiv auf die Suche nach einem Inhalt. Also wenn ich weiß, dass es einen Inhalt gibt, wen ich suchen kann und wie ich suchen kann. Ja? Und dann frage ich jemanden oder frage ich eine KI oder frage ich eine Suchmaschine. Oder das andere ist, dass der Content zu mir kommt. Ja? Ich habe mit dem Thomas, habe ich mich vor 2-3 Jahren mal länger unterhalten. Dann habe ich ihn zum Beispiel auf LinkedIn verlinkt. Und jedes Mal, wenn er was schreibt, habe ich einfach eine gute Idee, wie er denkt, wie er tickt, was er macht, wie er drauf ist. Und ich weiß, er postet zum Beispiel immer relevante Sachen, die er gut durchdenkt. Ja, das ist der Filter, also dieser menschliche Filter. Und dann schreibt er aber zum Beispiel was, von was ich gar keine Ahnung habe. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil es von Thomas kommt. Das ist halt der zweite Weg, wie ich an gute Inhalte oder Informationen komme, dass ich sage, okay, jemand oder eine Quelle ist da, wo ich folge und da komme ich zu Informationen. Und dann ist natürlich der nächste Schritt, was mache ich damit? Lasse ich jetzt zum Beispiel den Link oder das Video einfach laufen, also oder habe dann eine von 125 Tabs oben, ich weiß nicht, ob das so ein Tab-Mensch. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, ich habe so ein Tool, wo ich mir diese Links merke. Also ich nutze da Refind. Jetzt seit neuestem nehme ich den Reader von Readwise. Und ich sage, die Links, die ich nicht vergessen will, die speichere ich mir da ab und mache mir dann irgendwie ein Vermerk oder einen kleinen Tag hin. Oder ich sage, okay, ich lege dir mir auch wieder Vorlage. Aber die will ich dann nicht verlieren. Das ist so das Erste. Also das heißt, die Sachen, die ich behalten will und die ich vielleicht mal später bearbeite oder die ich sofort bearbeite, weil sie relevant sind, die filter ich. Das ist so der erste Filter und die speichere ich für mich. Und dann ist eigentlich der wichtigste Schritt zu Curation, das, was ihr alle auch habt, dass ihr sagt, ihr wollt neue Contents machen und es soll schön sein. Also wie reichere ich, was ich lese, was ich für mich erarbeite, was ich in meinem Kopf habe, wie bringe ich das zu Papier, wie kann ich da einen Blog schreiben, wie kann ich da eine Präsentation machen, wie kann ich da ein Seminar machen, wie kann ich da ein Video machen, also wie bringe ich das zusammen, wie bringe ich da auch einen Kontext rein. Das ist in Englisch, heißt es, ist ein bisschen schöner, es ist Sense-Making. Wie erarbeite ich mir da einen Sinn, also wie bringe ich das auch in meine Denkmuster, in meine Gehirnmuster rein. Und das dann eben auch dann. Und da kann zum Beispiel sowas wie ChatGPT kann super als Konzept dienen. Sagt, ey, ich habe die und die Sachen habe ich gelesen. Kannst du mir mal ein paar Fragen stellen, was dich interessieren würde zu dem Thema? Und dann habt ihr vielleicht so ein Grundkonzept für einen Blogpost, der 1000 Worte oder 2000 Worte sein soll. Sowas. Und
Und das Letzte ist dann halt im Crash-Prozess, dass ich Sachen teile. Also teilen ist auch zum Beispiel, wenn ihr ein Lernsystem habt, so ein Learn-Management-System oder ein Learning-Experience-Plattform, das ist so diese Lernpfade oder Lernsammlung. Also wo muss das hingehen? Wie muss ich den Inhalt beschreiben, dass es die richtigen Leute lesen? Ja, es ist nämlich genauso wichtig. Ich will nicht irgendwie so Clickbaiting machen, weil ich will nur, dass die Leute lesen, die wirklich für dieses relevant ist. Deswegen ist so die oberste Beschreibung, auch wenn ihr so einen Online-Text schreibt, ist der erste Satz ist eigentlich das Wichtigste. Das ist wie bei der E-Mail diese Begriffszeile. Und das ist eigentlich alles. Und ich habe jetzt eben versucht, für alle drei Phasen, also Seek, Sense und Share, habe ich einfach ein paar Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und kannst du deinen Bildschirm wieder teilen? Ah, ich habe es nicht geteilt. Ist es echt zu früh. So, ich finde aber noch, das geht nämlich noch weiter. Der Thomas oder auch du, ihr kriegt ja noch Kommentare dazu. Und das nicht nur austauschen, sondern das ist ja ein Feedback. Und das ist eigentlich ein Loop für mich. Und damit vernetzen wir uns. Und ich weiß nicht, ob du das mit Austauschen meintest. Genau, also teilen ist, ich stelle es zum Beispiel hoch, ich mache irgendwie einen Post in LinkedIn und Austausch ist dann, dass es zur Diskussion stellst. Also ich mache ganz viel, ich habe ja viel auch so diese Lern-OS-Leitfaden auch gemacht, das mache ich auch teilweise für Unternehmen, helfe denen mit ihren eigenen Themen so Leitfäden zu machen. Also dieses Austauschen, dass du zum Beispiel die Themen in eigene Worte fassen kannst und dass du darüber diskutieren kannst, dass es andere Perspektiven gibt, das ist total wichtig. Und dann halt hast du noch beim Lernen immer noch das Thema, wie bringe ich es ins Tun rein? Weil wenn ich weiß, wie die Zeitmanagement-Mechanismen funktionieren, ist das eine. Aber das dann halt zu tun und auch wirklich da konsequent zu sein, ist halt das andere. Und ja, aber das ist ein super Ding. Das ist immer ein Loop. Also es ist auch nie fertig. Und das geht auch immer weiter. Ja. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Teil, dass ich die Kommentare in dem Blog mit eingeschalten habe und dass ich die ja drin lasse. Und dass ich ja nicht nach einer gewissen Zeit deaktiviere. Vielleicht nicht auf den Politikteil, den ich gestern auch gesprochen habe, aber so dieses erste Block aus den Tech-Gadgets raus, da kommen oft nach 2 Jahren noch dann Kommentare mit dazu. Also so das Glanzthemenstück da drin ist meine Lüftungsanlage und da kommen immer wieder Fragen dann von Nutzern, die Anlage auch haben. Oh, ich habe das nicht verstanden. Wie stellst du das ein? Und da kommen dann aber auch wieder die Ideen auf, welche Informationen oder welche Zusammenstellung ist interessant für die Leute da draußen, die zwar vielleicht bei mir im Kopf sind, aber die ich noch nie irgendwie dann in einen Artikel gefasst habe. Und wie du sagst, ja, das ist ein Feedback-Loop, geht nicht nur über Social Media, geht auch tatsächlich über die Seite, über deinen Blog-Server. Also ich habe Blog probiert und ich probiere gerade ein Wiki, ein offenes Wiki. Und da bringe ich meine Lernerfahrung oder auch genau den Loop, den du da hast, 1, 2, 3 da rein. Und dann fände ich aber toll, wenn andere mit an dem Inhalt arbeiten. Weil dann ist es nicht mehr so Einbahnstraße, ja, da ist eine Idee und die hört da auf, sondern es ist wirklich eine Art Zettelkasten, wo es dann einfach weitergeht und wo Punkte reinkommen, wo meine Sichtweise erweitert wird oder verändert wird oder sonst was. Das fand ich immer schön. Ich habe hier nochmals 4 Rollen, das habe ich auch von Harold Sharkey, habe ich das geklaut, also datiert. aber ich fand das... Ich fand es irgendwie so eingängig, also dass wir halt wenn wir mit Wissen umgehen, haben wir eigentlich 4 Rollen immer. In den allermeisten Fällen haben wir die Rolle des Konsumenten, der Konsumentin. Also wir, Inhalte kommen, wir schauen es an wie Netflix und dann gehen die meistens wieder. Und wir haben aber auch zum Beispiel die Rolle in den Themen, wo wir wirklich tief drin sind, wo wir Expertise haben. Ja, wie zum Beispiel du bist ja, hast Expertise in Regionalpolitik bei euch. Oder wo wir echt Sachen haben, die aber oft
gespeichert sind in unseren Hirnen und in unseren Rechnern, aber die nicht öffentlich sind. Ja, wo andere, wie du halt sagst, oh, dass du sagst, du machst ein Wiki, das geht nicht nach draußen. Und was wir... Das geht nach draußen. Genau, es geht nach draußen, aber bei vielen geht es nicht nach draußen. Wenn du mit denen anfängst und zum Beispiel so eine Übung machst wie 50 Fakten über dich, dann lernst du auf einmal einen Blumenstrauß an Sachen kennen, was die Leute für Fähigkeiten und Kompetenzen haben, wo du denkst, wenn ich habe jetzt 2 Jahre oder 3 Jahre mit der Person zusammengearbeitet, niemals hätte ich gedacht, ja, mit Hobbys und so weiter, wie tief auch und wie unterschiedlich die Kompetenzen sind. Deswegen ist es halt cool, dass diese Sachen dann auch nach draußen gehen und dass wir eben mit unserem Wissen, was wir haben, dass wir das teilen wie hier und dass wir eben so Wissenskatalysator werden. Und was auch eine Rolle sein kann, die ehrlich gesagt, die ich fast am liebsten mache, ist, dass ich sage, okay, ich habe jemanden kennengelernt, der hat da eine Ahnung und dann in einem anderen Gespräch, da sucht jemand für diese Kompetenz, für diese, ruf doch mal den an. Ja. Ich habe gestern zum Beispiel einen Schweizer Kollegen kennengelernt, der kannte eine der wichtigsten Schweizer LMS-Hersteller nicht. Dann sage ich, ruf doch mal meinen Kollegen an, den kenne ich gut, die sind in Zürich, das ist Swissmade. Und dann haben die natürlich sofort, ah ja, okay, das hat mir einer erzählt, der hat mir auch das empfohlen und das ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis. Also was in Curation geht es halt immer um das Thema Vertrauen. Also wer macht was, wer postet was und welche Quelle ist. Und jetzt habe ich viel über Curation erzählt. Ich würde euch gerne mal einen Hack zeigen, dass ich meine, was ich glaube, dass der wirklich cool ist für euch. Und dann würde ich einfach den Raum öffnen und dann könnt ihr einfach eure Ideen machen, wie ihr das tut. Und zwar, das ist ein Hack. Oder auch nicht, genau. Noch nicht. Ich habe hier ein Video, das habe ich noch nie angeguckt. Und zwar ist es immer so, beim Kuratieren, mich fragen immer die Leute, ja, muss ich die Inhalte komplett anschauen, wenn ich die jetzt zum Beispiel in eine Lernumgebung reingebe? Und dann sage ich immer, ja, eigentlich schon, weil wenn ich zum Beispiel einen Kontext oder dieses Sense-Making irgendwie initiieren will, dann muss ich einfach den Inhalt kennen, dass ich dazu gute Fragen stellen kann. Also wenn es jetzt zum Beispiel ein Video wäre zu einem KI-Tool, und dann würde ich sagen, okay, nimm dieses KI-Tool für den und den Use Case. Aber dann muss ich einfach wissen, wie das Video ist, was in dem Video drin ist. Und wie ich jetzt zum Beispiel aus dem Video von Simon, den ich für sehr vertrauenswürdig halte, aber ich habe jetzt im Moment keine 45 Minuten, wo ich sage, ich schaue mir das Video an, ob es für mich relevant ist. Wie ich das schnell rausfinden kann, das würde ich euch gern zeigen. So. Habe ich den Würfel erhalten? Ja, danke. Genau. Was ich hier habe, also was bei dem Video das Wichtigste ist, dass ich brauche auf jeden Fall diesen Sprechertext. Der ist auch vom Inhalt das Wichtigste. Also die Visualisierung ist einfach ist ein anderer Reiz, aber das Wichtigste in so einem Video ist immer der Sprechertext. Und ich habe hier jetzt, okay, ich habe hier ein System oder ein Tool, das nennt sich Atify. Das seht ihr hier. Das ist so ein Browser-Add-on. Und das habe ich mir praktisch hier oben drauf gespielt. Und dann geht automatisch in YouTube, habe ich dann hier dieses Ding Key Insights. Und jetzt kann ich, ohne das Video angeguckt zu haben, kann ich hier schon mal schauen, okay, was sind eigentlich die wichtigsten Insights? Also es geht darum, Erfahrungen im offenen Internet, die Frage, wie das Projekt oder das Thema weitergeführt wird. Also das seht ihr hier an der rechten Seite. Das sind so die Ideen, die da drin stehen. Und wenn ich jetzt hier reingehe, das ist dann die nächste Stufe zu tiefer. Da kriegst du dann zum Beispiel, genau, eine sogenannte Timestamp Summary. Dann wird praktisch das Video Schritt für Schritt analysiert und die KI sucht halt nach den, also ihr seht hier auch schon die Zeiten. Ich kann da zum Beispiel direkt springen. Wenn ich jetzt sehe, okay, in Minute 4:30, da gibt es Mastermind-Gruppen, das interessiert mich, kann ich hier direkt draufklicken und dann muss ich gar nicht das Video angeguckt haben, aber finde schon was relevant ist. Entschuldigung. Sorry, kurze Verständnis, Zwischenfrage. Das ist quasi ein KI-gestütztes Videoanalyse-Tool. Ja, genau. Okay, nur um zu verstehen. Genau. Okay. Atify heißt das, genau. Da ist GPT dahinter und du kannst aber, also was bei Atify ist, du kannst den Prompt nicht selber schreiben, sondern das macht er automatisiert. Was auch noch ganz cool ist, du kannst zum Beispiel die Sprache, also ich
ich möchte das Ganze aufs Estnisch haben. Also ich schaue ein estnisches Foto an und dann klicke ich hier halt die Timestamp Summary in Estnisch. Das ist schon echt ziemlich cool. Zum Beispiel, ich mache das öfters bei mir in die eigene Lerncommunity rein. Dann kann ich hier einfach sagen, okay, die Timestamps, die Summary und die Emojis will ich kopieren. Und dann haue ich das hier direkt in den Post in meine Lerncommunity rein. Und dann kann ich hier oben praktisch das Video reingeben und unten schon die Zusammenfassung meinen Leuten geben. Und die können dann sagen, okay, ist relevant für mich oder ist nicht relevant. Okay. Ich weiß manchmal auch nicht, wenn ich ein Video habe, wann habe ich es wo gesehen oder so. Genau. Und über ein OneNote oder dergleichen könnte ich das dann wiederfinden. Genau. Ja, genau. Also das ist ein einfaches Tool, da müsst ihr gar nichts prompten. Da könnt ihr einfach tiefer reingehen. Ihr könnt hier zum Beispiel auch dann expand, dann wird es nochmal genauer gemacht. Und also das ist wirklich ein einfaches Tool, was ich, das ist so der erste Qualitätsfilter oder der erste Relevanzfilter, ob ich das Video weiter bearbeiten will oder nicht. Und ich kann es eben auch ändern. Wenn ich das Video gut finde, muss ich die Zusammenfassung jetzt selber schreiben. Ich habe früher diese Timestamps und diese Zusammenfassung selber gemacht. Wenn das Video 45 Minuten dauert, dann bist du 2 Stunden dran, um diese Zusammenfassung zu machen. Und so hast du halt einen Klick und das ist vielleicht nicht so, wie ich das selber mache, aber das ist schon eine coole Idee für andere, was das Video macht und wie die damit umgehen können. Du hast dich gemeldet, oder? Ja. Ich habe die Anfang nicht ganz mitbekommen, darum frage ich jetzt, geht das nur mit YouTube oder auch mit anderen Video-Collections? Also das hier geht bis jetzt nur mit YouTube. Genau. Ich zeige euch aber jetzt was anderes. Also der Key ist, oder der ihr braucht immer dieses Transkript. Das ist immer egal, ob ihr mit Audios, also mit Podcasts arbeitet oder so. Ihr braucht immer das Transkript oder eben halt den kompletten Text. Und ich zeige euch jetzt noch einen Prompt und dann würde ich es gerne geben. Das heißt Extract Wisdom. Das mache ich jetzt genauso mit diesem Video von Simon. Ich habe jetzt hier ein Tool, ich habe jetzt ein anderes Tool noch, das heißt GLASP. Das macht automatisch dieses Transkript. Das ist auch, also bei mir ist es noch frei. Und was ich jetzt machen kann, ich kann hier zum Beispiel direkt auf GPT gehen. Das ist auch so ein, das zeige ich euch hier, GLASP, so heißt das. Und dann könnt ihr hier auf Transcript und Summary gehen und dann habe ich hier eine Summarized Video. Und dann macht es automatisch GPT auf. Und dann hast du hier. Genau, dann seht ihr hier den Prompt. Und dann ist hier das Transkript. Und was ich dann mache, ich kopiere das Transkript, also den Sprechertext, was da kommt. Und ihr seht, ich bin kein Techie, also ich bin, wenn ich ein Tool verstehe, dann versteht es jeder. Na, mein Hund? Ja, ja. Also ich spreche ab und zu mal mit Matthias Winke von Bayer, der ist ja ein gelernter ITler. Und was der promptet, da kriege ich natürlich feuchte Augen. Aber es ist halt auch so, wenn sie versteht, dann versteht es auch meine Tochter und dann verstehen das alle. Und das ist eigentlich manchmal ganz gut. Ich habe jetzt hier den kopiert. Was ist das Tool? Also du sagst, für Videos und also, für was das Tool genau ist, das GLASP? Also GLASP, ich nutze nur, um dieses Transkript zu machen und auch zu übersetzen und teilweise so eine Zusammenfassung zu machen. Das ist aber auch so ein Social Bookmarking Tool. Also das ist auch ziemlich cool. Aber ihr werdet das, wenn ihr das in der Organisation habt, werdet ihr das wahrscheinlich nicht reinkriegen. Also ihr kriegt es nicht auf eurem Browser drauf. Das ist halt das Problem. Ja. Okay, aber ich wollte einfach nur mal zeigen. Also ihr habt jetzt irgendwie das Transkript und wenn ihr jetzt eine wie auch immer geartete KI habt, könnt ihr das machen. Und ich mache es jetzt eben in ChatGPT. Und da gibt es einen Prompt, der heißt Extract Wisdom. Den könnt ihr entweder so nehmen und was der Kollege auch gemacht hat, der hat so einen Custom-GPT, das heißt Extract Wisdom. Und jetzt mache ich eigentlich nichts anderes. Ich
paste da den Sprechertext rein und gebe und warte auf die Zusammenfassung. Und das hat mich echt, wo ich den zum ersten Mal gesehen habe, den hat mir auch der Matthias hatte mir empfohlen. Da hat es mich echt weggehauen, weil das, ich hoffe mal, dass, also der funktioniert nicht immer. Also der Inhalt kommt in Markdown. Das ist eigentlich das beste Textformat, weil das könnt ihr überall reinnehmen. Das könnt ihr in euren Obsidian reinnehmen, also so ein Notizentool für persönliches Wissensmanagement. Das kommt super in Notion rein. Das, egal welches Tool ihr nehmt, könnt ihr das einfach reinnehmen. Genau, und dann habt ihr hier die erste Zusammenfassung. Ich lasse es jetzt einfach mal in Englisch. Das könnt ihr auch in einem Satz, bitte übersetzt mir das direkt in Deutsch oder in Spanisch oder in Schweizerdeutsch. Wir haben, glaube ich, Leute auf der Schweiz. Genau, und was der jetzt zum Beispiel macht, du hast hier die Ideen, die da drin sind. Also die ganzen Ideen, die KI aus dem Video rausgezogen hat, das ist praktisch die Live-Aufnahme von Simon, könnt ihr hier nochmal nachvollziehen. Dann gibt es Quotes, das sind vor allem zum Beispiel, wenn ihr Leute anhört oder bekannte Leute, die zum bestimmten Thema was haben, wenn die dann zum Beispiel Zitate haben, das kommt immer gut, also Zitate kommen immer gut, zum Beispiel im Blogpost. Die müsst ihr jetzt nicht zurückspulen im Video und sagen, okay, wo war das Zitat, wer hat das gemacht, sondern es wird automatisch rausgefiltert. Also selbst wenn ich ein Video habe, was ich selber 2-3 Mal tief anschaue, weil das total relevant ist für mich, mache ich trotzdem diesen Prompt, weil ich dann mir die Arbeit erspare, die ganzen Zitate rauszuholen. Und ich habe, wenn ich den Inhalt selber mir erarbeite, kann ich das nochmal die Zitate runternehmen. Also das ist so ein wahnsinnig wertvoller Zusatz, wo dann gleich wieder Sachen in meinen Denkmustern reinkommen. Ah ja, okay, das war da, oh, das war dieses Video. Also da wird dieses gleiche Video noch so viel wertvoller, weil ich halt nochmal weiß, okay, Ich kriege einfach nochmal die Eckpunkte und ich muss es nicht händisch suchen, zurückspulen, mir aufschreiben und dann vielleicht noch einen Zeitstempel oder so mitgeben, sondern ich kriege halt, wenn ich diese KI-Tools nutze, viel, viel mehr aus den Tools raus, also aus den einzelnen Inhalten raus. Und das ist eigentlich das, um was es bei Curation geht. Dann zum Beispiel hier Personal Habits, also wie zahlt zum Beispiel das Video, die Inhalte drauf auf Gewohnheiten. Also das ist nicht alles gut. Oder Fakten oder die Ressourcen, also welche Bücher, welche Podcasts, welche Webseiten werden zitiert. Das, was wir hier machen, könnt ihr nachher nochmal weiter und tiefer reingehen. Also woher kommt eigentlich die Sachen, die da jetzt in diesem Video, diesem Audio oder dem Podcast, die da angesprochen werden. Und das habt ihr alles mit einem Klick, habt ihr das dran oder Empfehlungen. Und das könnt ihr hier dann einfach, könnt hier mit dem Transkript einfach dann auch weiterkommen. Also ich übersetze es bitte auf Deutsch. Stefan, könnten wir jetzt im Nachgang, weil das wird ja auch aufgezeichnet, könnten wir uns also mit diesem Tool eine Zusammenfassung von der Session hier machen lassen? Auf jeden Fall. Genau wie das. Das ist genau das Gleiche. Also dieses Video von Simon ist sehr, er hat es einfach aufgenommen, das Teams aufgenommen. Ja, du machst halt, genau. Um das weiter zu fragen, an der Stelle, dass das... nicht Edify, das Extract Wisdom. Das könnte ich jetzt aber auch jeglichen Text rein kopieren aus einem anderen Bereich, der jetzt nicht irgendwo transkribiert ist. Du brauchst nur Text. Ja, okay. Du könntest ja unverschämterweise dann Simon auch fragen, ist alles korrekt oder hat. Genau. Nee, genau. Du könntest Simon fragen, ist alles korrekt? Ja, und dann sagst du, okay, GPT hat mich angelogen. Ja. Aber vielleicht noch ein Satz dazu, weil viele nutzen jetzt diese Tools und mir haben sie vor 2 Jahren gesagt, wo das KI aufkam, gesagt, hey, du bist ja jetzt überhaupt nicht mehr relevant als Kurator. Eigentlich habe ich jetzt festgestellt, dass das Gegenteil passiert, weil du hast so viel mittelmäßiges Zeug, du hast so viel Müll und ich muss immer noch, also dass ich was lerne von dem Video, muss ich mich aktiv damit auseinandersetzen. Also ich kann mir das anschauen, ich kann mir die ganzen Sachen, aber das macht nichts mit meinen Denkmustern. Also ich muss das in mir verarbeiten und dann selber in eigene Worte fassen. Also deswegen, ihr habt ja gefragt, wie komme ich da schneller irgendwie zu einem Post? Die Frage ist, was du mit dem Post machen willst. Willst du einen Blogpost schreiben, um selber kuratieren zu lernen, was ich immer präferiere? Deswegen schreibe ich ziemlich wenig, aber ich will lernen dabei. Also ich kann natürlich einen Post machen zum Vermarkten. Ja? Ich habe keine Ahnung, was es geht. Das liest sich plausibel, aber was dann dahinter ist, ist auch nicht meine Perspektive. Und
was einen Inhalt, glaube ich, wertvoll macht, ist, dass ich meine eigene Perspektive, was habe ich daraus gelernt? Also ich habe auch mal einen Lernhack gemacht zum Thema, wie lerne ich mit Videos? Weil mir ist es mal passiert, ich habe einen Vortrag über Curation angeguckt von einem Engländer und das war wie Netflix. Ich habe eine Stunde lang und dann habe ich das Video ausgemacht und dann habe ich gedacht, was habe ich jetzt verstanden? Null. Zero. Null. Ich habe nichts verstanden. Ich konnt nichts verstehen. Und das hat mich dann geärgert und ich habe es OneNote angesprochen. Ich habe dann irgendwann gemacht, okay, ich schaue es mir nochmal an. Und jedes Mal, wenn der ein Slide zeigt, wo ich spannend finde, habe ich einmal auf Stop gedrückt, habe einen Screenshot gemacht und habe mir nebendran in OneNote was dazu geschrieben. So lerne ich. Und jedes Mal. Und das hat das Video, das eine Stunde dauert, hat dann auf einmal 3,5 Stunden war das ja. Aber ich habe in dem Video verstanden, was der Unterschied zwischen so einer algorithmischen Filterung, was ja auch so KI macht, und was handverlesene Kuration ist. Und das habe ich aber beim ersten Mal einfach überlesen. Das ist einfach an mir vorbeigelaufen. Also diese Arbeit, wenn ihr selber was lernen wollt, das kann die KI nicht machen. Ihr müsst mit dem Ding interagieren. Und ihr müsst auch eure Sachen, eure Perspektive, ihr müsst das rausfiltern. Und was ich auch verstanden habe, ist, dass jeder Inhalt was anderes mit jeder Person macht. Und selbst wenn ich das Video jetzt dreimal schaue, kommt dreimal eine andere Geschichte in meinem Hirn an. Und das ist eben das Coole dran. Aber ich kann die KI-Tools nutzen, um mir mehr rauszuziehen. Ich habe einen Hack. Cool, ich hoffe, man kann. Ich gehe auf der Teilung raus. Genau, ich teile mal kurz. Ich habe das parallel ausprobiert, weil ich das Problem habe, dass ich bei Dativ arbeite. Das ist kein Problem. ich kann mir nicht so ohne weiteres diese Zusatz-Plugins und so weiter installieren. Deswegen habe ich gerade mal ein bisschen experimentiert und es gibt Google Gemini, das ist auch kostenlos verfügbar. Was heißt Google? Gemini. Gemini.google.com/app. Und da gibt es auch eine kostenpflichtige Variante. Ich habe jetzt aber alles getestet in der frei verfügbaren Variante und ich fand das eigentlich ganz cool. Ich habe das mit 6 Videos getestet und alle haben funktioniert. Also ich kann quasi mit einem Prompt, ähnlich ChatGPT, fasse mir dieses Video zusammen und dann wird es zusammengefasst und dadurch, dass Gemini, was auch immer, von Google ist, kann das direkt darauf zugreifen und ich kann dann ähnlich wie du es gerade gezeigt hast, auch in den Dialog damit gehen. Also sehr geil. Mir die wichtigsten Daten. Und das Beste ist in der Dativ-Umgebung, ohne dass es abgeklemmt ist und ohne dass ich ein Plugin installieren muss oder ähnliches. Also das kann man sich vielleicht merken. Komplett kostenlos, man braucht einen Google-Account, aber ich gehe davon aus, den haben die meisten. Sehr cool. Also gegebenenfalls für euch was Spannendes dabei. Und ich habe das exemplarisch auch natürlich mit der LostCon-Vorab-Konferenz. Fasse mir die wichtigsten Punkte zusammen mit ganz vielen Rechtschreibfehlern, jawohl. Und dann hat auch das eigentlich ganz gut funktioniert, zumindest bei dem Test, den ich gerade gemacht habe. Sehr cool, danke dir. Ja, gerne. Hast du noch einen? Ich hätte noch einen, aber der geht ein bisschen weg von dem Thema, wo wir gerade sind. Mhm. Weil ich glaube, dass man mit KI kollaboratives Content Curation vorantreiben kann. Und ein Kollege von mir, der treibt das auf neue Höhen aus meiner Sicht. Ich kann es mal ganz kurz zeigen. Und zwar macht Simon, er einen, oder? Der Simon Roderus, ja. Und zwar macht er intern einen Gen-AI-Newsletter und das finde ich ziemlich cool, einen Newsletter zum Thema generative KI. Also das schaut so aus, der veröffentlicht einmal pro Woche ein Update, was gerade im Bereich generative KI so abgeht. Und das ist dann quasi kuratiert, sind das die wichtigsten Bereiche im Bereich, die wichtigsten neuen Themen im Bereich generative KI. Und ein Hack, ein Trick, den ich mitgeben kann, wie man das Ganze kollaborativ gestalten kann, und das habe ich jetzt die Woche das erste Mal getestet, war jetzt in dem Fall mit einem Custom GPT, was er gebaut hat. Also er sagt halt, so einfach kannst du mitmachen, such einfach einen Artikel raus und dann pack diesen Artikel in das Custom GPT.
Und ist der öffentlich, der Custom GPT? Also er ist für Dativ-Mitarbeitende öffentlich. Okay. Ich könnte ihn aber vielleicht gegebenenfalls bitten, den Prompt zu veröffentlichen. Ah, das wäre cool. Und was ganz cool ist, also das ist halt ein Custom GPT, ich denke, das brauche ich nicht erklären, was sich da dahinter verbirgt. Und dann finde ich irgendwie online einen Artikel, packe diesen Artikel einfach nur ohne Kommentar hier rein. Kannst du mal sagen, was ein Custom GPT ist? Okay. Es gibt nicht jeden mehr. Das ja, ist in Ordnung. Entschuldigung. Ich bin noch Anfänger. Ja, alles gut. Sorry. Ein Custom GPT ist ein speziell darauf trainiertes GPT-Modell, was jetzt in dem Fall den Text, den ich ohne Prompt, also ich muss da keinen Prompt mehr eingeben, ich habe den jetzt halt unstrukturiert hier reingeworfen und der formuliert jetzt quasi dass die Inhalte von diesem Beitrag so, dass ich das direkt in diesen Gen AI Newsletter von Simon, ich kann mal suchen, Moment, wo ist er denn? Habe ich das geschlossen? Egal. /Newsletter, dass ich das direkt in die Struktur, die Simon vorgegeben hat, mit reingeben kann. Und das ermöglicht es, dass nicht nur Simon als Fachexperte den Content kurieren kann, sondern dass quasi, wenn man einen Link, eine Quelle, einen Podcast, was auch immer, jetzt auch ein YouTube-Video, wie wir gelernt haben, findet, dass man das dann relativ schnell mit diesem Custom GPT sich zusammenfassen lassen kann. Und ihr seht auch schon, dass hier irgendwo das heiße Ding mit drin sein sollte, ja, vielleicht noch nicht in der Woche, sondern erst in der nächsten Woche, genau. Der Newsletter ist halt ein cooles Beispiel, weil das eben, genau, wenn Simon mit seinem Namen bei der Dativ sagt, das ist ein Inhalt, der da reinkommt, dann weiß ich, das ist so dieser Qualitätsstempel, das ist bam. Und dann wisst ihr zum Beispiel bei der Dativ auch, okay, das kann ich mir anschauen. Und die Zusammenfassung ist eigentlich nur ein Service für uns als Leser, dass wir rausfinden, ist das jetzt relevant für uns oder wie schnell muss ich mir das anschauen oder kann ich das einfach laufen lassen? Und, eine gute Kuration aus meiner Sicht ist, wenn du einfach die Überschrift liest und du weißt genau, gucke ich mir das an, gucke ich mir das nett an oder gucke ich es mir später an. Also wenn die Beschreibung, wenn die gut ist, dann weißt du auch, dass es eine gute Kuration ist eigentlich. Nicht? Und dann vielleicht noch, wenn was Persönliches mit reinkommt. Das kriegst du natürlich auch auf diesem Prompt nicht raus, aber ich würde zum Beispiel die Beschreibung oben, das ist halt super Arbeitserleichterung, dass du sagst, du machst das mit dem Prompt und dann Simon schreibt dann unten Doppelpunkt, was ich daraus gelernt habe, ich als persönlich, als Simon. Ja? Und dann gibt es halt nochmal eine Wertsteigerung, dann wird der Wert von diesem Inhalt nochmal erhöht. Und das spart halt wahnsinnig viel Zeit. Ich hätte eine Anmerkung dazu, ich mache das auch schon seit längerem so wie du, Videos anschauen, stoppen und irgendwas notieren. Ich glaube, der nächste Schritt, der jetzt passiert, unabhängig von dem, was ich da jetzt gesehen habe, was daraus entstehen wird, wir werden sehr viel mehr Inhalte in unsere Wissensdatenbanken packen. Ja. In unsere persönlichen und vielleicht auch in die Wikis. So, das wird dann sehr, sehr schnell dazu führen, dass die Verbindungen der einzelnen Inhalte, die wir erzeugt haben, extrem viel wichtiger werden. Mhm. Weil es bringt mir jetzt nichts mehr, wenn ich alle Videos, die ich habe, da jetzt reinknall und das noch automatisiere und alle Videos sind dann irgendwo in meinem Wissen da, aber die haben keine Verbindung. Das ist weiter toter Content. Genau, deswegen habe ich habe es vorhin auch in Discord gepackt, diese Graphs zu erzeugen. Ich habe auch ein Video von David Kriesel gepackt, wo er dieses Spiegel-Mining gemacht hat. War so die erste Mal, wo ich das gesehen habe. Und das haben wir intern auch versucht mit Communities. Also das kann man treiben bis auf organisationale Ebene, aber ich glaube, dass das auf der ersten Ebene so sein wird, wie du sagst. Ich habe meinen OneNote oder meinen Wissensbereich, wo ich die Informationen kuratiere, aber dann läuft nochmal eine KI drüber, die dann vielleicht sogar eine Visualisierung macht aus den Zusammenhängen, die ich da habe und dann ein Graph, also eine große Landkarte erzeugt. Ich habe auch ein Bild in Discord gepackt, wo Microsoft das zeigt, mit diesen, wie das aussehen kann. Die bieten das gerade an, wo praktisch mit Farben und allen möglichen Bubbles gezeigt, das sind die Themengebiete, die in der Wissensdatenbank drin sind. Und jetzt klicke ich drauf und dann komme ich wahrscheinlich sogar an die Inhalte. Ja, genau. Also dass das nochmal eine Ebene darüber dann nochmal von KI erzeugt, eine Verknüpfung der ganzen Themen, weil ich habe schon das Problem mit den ganzen Inhalten, die ich habe, ich kriege die gar nicht mehr zusammen. Ich habe so viele Informationen zu gewissen Themengebieten und das ist schon so riesig und ich habe noch nicht mal KI angewendet. Also was ich euch da empfehlen kann, ist Linking Your Thinking von Nick Milo. Kennt ihr den? Das ist ein Spezialist für persönliches Wissensmanagement. Der macht, der arbeitet vor allem mit Obsidian als Tool. Und
Ja, genau. Und da könnt ihr zum Beispiel, da gibt es auch einen, für Obsidian gibt es auch ein Zusatztool, das nennt sich Excalidraw. Und da kannst du praktisch Mindmaps machen und über die Mindmaps die ganzen Sachen verlinken. Und über Obsidian, also wenn du intern die Sachen verlinkst, dann kriegst du auch genau diese Knowledge Graphs, oder diese Wissensknoten, die du dann hast. Aber ich glaube, was der Kern ist, dass wir möglichst wenig in unsere Notizen reinlassen oder dass wir halt vielleicht einen Ort haben, wo sagen, okay, das ist wie so ein Backlog. Ja? Das will ich nicht verlieren, eine Notiz von mir, aber das ist nicht das, was in mein aktuelles Denksystem reinkommt. Ja, da habe ich mich auch mal mit Matthias nochmal unterhalten. Der hat Obsidian ziemlich exzessiv am Anfang genutzt, so auch als Zettelkastensystem. Aber der hat dann gesagt, irgendwann ist es so vermüllt, dass der Wert, der praktisch aus diesen gesammelten und verlinkten Notizen kommt, dass der weniger ist, als wie wenn er es neu nochmal macht. Und das müssen wir halt gucken. Da müssen wir, also wirklich weniger ist mehr, das ist auch was, wo ich mir schwer tue, weil ich finde halt alles interessant. Das ist ein Problem von mir. Aber ich glaube, das Thema mit dem Ansammeln von Wissen, ob jetzt mit KI oder ohne, haben wir das Thema, wer guckt drauf in der Organisation, wer hat die Perspektive und mit welcher Zielsetzung guckt er drauf oder sucht es. Und diese verschiedenen Perspektiven zu sehen als Hintergrund, zu sagen, das, was wir bei KI als Rollen oder als Avatar-Beschreibung nutzen, ich glaube, das ist das Thema, weil wenn wir das nur wahllos reinstellen, ohne zu sagen, für welche Perspektive ist es nützlich und wie würde diese Perspektive danach suchen und auch das nutzen wollen und verstehen wollen. Beispiel, ich als User werde den Inhalt eines ITlers, auch wenn der fünfmal über KI optimiert ist, nur schwerlich nutzen können. Also deswegen, ich glaube, da liegt die Kernkompetenz des Kuratierens, Perspektiven abzubilden und zu sagen, ich bilde es so ab, dass das die Zielgruppen verstehen, die es auch nutzen können. Also das, glaube ich, ist so mein Bild auf die Zukunft und die Kernkompetenz des Kuratierens. Danke. Okay. Ja, du warst so ein Herz. Ja, genau. Okay. Also ich wollte vorhin noch was sagen zu dem Thema Videos zusammenfassen. Für alle, die eine Corporate-Lizenz haben von Microsoft 365, wenn ihr die Bing-Suche nutzt und darüber YouTube-Videos sucht, könnt ihr euch dann auch über den Bing Copilot die zusammenfassen lassen. Das hat nichts zu tun mit dem 300 Lizenzen 30 Euro teuren Copilot, sondern das ist der Copilot Enterprise, der quasi für kost nichts ist. Und darüber kann man sich, wie gesagt, auch YouTube-Videos zusammenfassen lassen. Interessanterweise keine Microsoft Stream-Videos. Also, das habe ich auch noch nicht rausgefunden, warum das so ist, aber wie gesagt, YouTube geht. Und zu dem Thema Obsidian hätte ich noch einen Tipp für euch. Es gibt eine LernOS-Modul, Zettelkasten vom Andreas Trebing, und der Andreas ist selber auch großer Obsidian-Fan und Nutzer, und der baut gerade ein Gamification-Modul für Obsidian. Das heißt, darüber lernt man mit Obsidian besser umzugehen mit Gamification. Hallo. Kurze Frage dazu, ist denn das, was du gerade eben als Workaround mit Bing nanntest, für die YouTube-Zusammenfassung transkriptbasiert oder eben nicht? Ja. Weil ja nicht, wie du sagtest, ne? Es gibt ja nicht immer ein Transkript, okay, weil dafür gibt es ja mehrere Werkzeuge, deswegen wollte ich gucken, ob das vielleicht das kann, was eben die Lösung ist für die Videos, die kein Transkript haben. Alles klar, danke. Ja, ich wollte nochmal auf den Dativ-Ansatz zurückkommen. Wenn du so im Unternehmen ja dann kuratierst, dann wird ja auch im Unternehmen wird darüber ja Expertise nochmal ganz anders sichtbar. Also wenn du dann wirklich Talentmanagement machst, skillbasiert, dann kannst du auf die ganzen Sachen ja auch nochmal aufsetzen und darüber Expertise erkennen, ja, über einen ganz anderen Weg. Also das ist halt nochmal so ein zweites Ding, was ich mega spannend finde, ja, auch aus der HR-Sicht dann nochmal so noch als Anmerkung. Und ich habe gerade gedacht, dass das diese Tools, die ihr jetzt vorgestellt habt, ich mache Wissenstransfer im Augenblick vor allen Dingen mit Verwaltung, also für die Leute, die gehen, jetzt die Babyboomer,
Und das wäre gerade Verwaltung, die sind ja auch, welche Tools kann man dazu Wissensdokumentation gut nutzen? Und da könnte ich mir gut vorstellen zu sagen, komm, wir lassen ein Video mitlaufen. Das Video, das sieht nachher niemand, aber wir machen daraus den Content und ich muss nicht die ganze Zeit mitschreiben. Also super Idee. Ich habe noch einen anderen Punkt. Ich hatte eine Wiki-Seite gehabt und habe gesagt, jetzt lasse ich mir die übersetzen und zack, was Arabisch war, waren Englisch, Niederländisch und das sah richtig gut aus. Weiß ich jetzt nicht, ob das KI ist. Und Olli sagte gerade, das kostet ja nichts. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich diese Wiki-Seite ins Translator gebe oder in ein Tool, was durchs System geht, geht das nach draußen. Wie sicher ist das? Was mache ich da? Kostet nichts? Oder habe ich da schon in den Bund? Ich weiß nicht. Ich bin kein Techie, aber soweit ich weiß, ist, wenn du was mit GPT machst, GPT-4, lernt das System mit den Inhalten, die du machst. Also ich habe für meine Frau habe ich so ein Custom-GPT, also so einen kleinen Bot gebaut. Die hat eine Prüfung gemacht zur Kinderpflegerin und ich habe alle PowerPoint-Präsentationen in PDF habe ich hochgeladen, habe das ausgeschaltet, soll es nicht lernen, soll kein Internet dran sein. Und die hat dann mit dem Smartphone, hat die mit praktisch dem Bot kommuniziert und hat da ihre Prüfungsfragen gelernt. Die war hellauf begeistert. Sie musste mich nicht fragen, also ich musste nicht den Lehrer spielen, weil da gibt es bei uns immer ein bisschen Zoff. Sie ist Lehrerin und sagt dann immer, ich kann keine guten Fragen stellen, die sie dann nicht beantworten kann. Und das habe ich dann so umgangen gelernt. Und das hat super funktioniert. Die hat die Prüfung gut gewuppt, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube in dem Fall, dass die Daten nicht in das Lernen reingegangen sind. Aber ich habe von jemandem gehört, der mehr Ahnung hat, der hat gesagt, alles, es ist wie mit Social Media. Also alles, was du nicht öffentlich in Social Media stellen würdest, würde ich nicht mit einer ChatGPT-KI bearbeiten. Ja, und das ist dann aber doch ein problematisch. Dann habe ich was reingestellt und dann kommt der Chef am nächsten Morgen und sagt, hier, das geht nicht. Du hast hier Firmengeheimnisse reingegeben. Oder wir als weiß ich nicht, wenn du freiberuflich tätig bist, du hast dann eine Grenze überschritten. Und ich weiß manchmal nicht, was ich tun kann und darf und was nicht. Die Unternehmen machen das ein Stück. Sorry. Ja. Okay. Dieses Vertraulichkeits- und welche Daten kann ich wie verwenden, das machen die Unternehmen ja auch zum Geschäftsmodell. Also ChatGPT Enterprise kostet pro Lizenz 60 Euro. Dafür kannst du, trainierst du die Modelle nicht mit und die Server stehen teilweise mittlerweile auch in Europa und dann läuft es quasi nicht nach Amerika und die Modelle werden nachtrainiert, kostet dann aber halt das Dreifache von einer normalen ChatGPT Plus Lizenz. Das muss einem bewusst sein, dass dieses, ich nehme unternehmensspezifische Daten, fütter die rein, dass das entsprechend einfach auch Geld kostet und die Entwicklung wird schneller gehen. Also Microsoft Copilot wird wahrscheinlich auch nicht bei 30 Euro bleiben, sondern eher hochgehen, eben zu den Kosten, dass man vertrauliche Daten auch reinfüttern kann, ist ein Thema, wo man am Ende Geld bezahlen muss, damit man das tun kann. Ja, genau. Denkst du? Und danach hätte ich eine Bitte, dass wir ein kurzes Blitzlicht machen, dass wir nochmal... Ich habe noch eine Frage an euch zur Güte dieser Zusammenfassungen. Halluziniert das Baby dann genauso stark wie mit den Pre-Trained-Sachen? Das letzte Mal, wo ich es probiert habe mit dem YouTube-Summarizer in ChatGPT, haben die Kernfakten nicht gestimmt. Der Subtext schon, aber die Einzelteile waren nicht gut genug. Wie ist da eure Erfahrung? ChatGPT halluziniert bei YouTube massiv, weil es nicht auf YouTube zugreifen kann und auch auf keine Transkripte. Und dementsprechend generiert es einen Text auf Basis von der URL und setzt quasi auf Basis der Keywords, die in der URL stehen, den Text zusammen. Also das ist das Paradebeispiel einer Halluzination. Gemini greift auf das Transkript zu und verweist auch auf das Transkript. Und ich glaube auch, das Tool, was du gezeigt hast, würde ich zumindest davon ausgehen. Genau. Und dementsprechend hast du da diesen Explainable AI-Ansatz, dass du quasi rückverfolgen kannst, wie wurden die Inhalte generiert. Und damit sind die Halluzinationen dann eher bei den Menschen, die in den Videos Quatsch erzählen und weniger beim KI-Modell. Ich glaube, das war ein geniales Schlusswort. Ich würde euch ermutigen oder bitten, nehmt einfach den Würfel und gebt uns ein kurzes Schlagwort. Wie fandet ihr das? Was nehmt ihr mit? Also ich nehme ganz viel mit. Vielen Dank. Genau.
viele Anregungen, viele Links, viele URLs zum Ausprobieren. Danke. Ja, geht mir genauso. Ich kannte die beiden Sachen, die du vorgestellt hast, nicht und das werde ich jetzt mal ganz fix ausprobieren. Danke. Ja, ich nehme viele Inspirationen mit und werde auch vieles ausprobieren. Ich arbeite viel mit Videos, von daher ist das vielleicht spannend, um meine Zusammenfassung oder meine Blogpost damit zu schreiben. Kein Witz, ich bin ein Kommentar, ein Wort. Ja, ich glaube, das Potenzial und alles habe ich schon erkannt, schon vorher. Also ich glaube, dass einige Themen wusste ich schon. Mich interessiert jetzt die nächsten Schritte. Ja, also mich interessiert jetzt dieses Transkribieren und sowas, das ist okay, aber mich würde jetzt interessieren, wie wir da weitermachen wollen. Nicht nur auf der persönlichen Ebene, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sondern auch auf Community, Firmen, übergreifend. Und da wird es dann richtig komplex, glaube ich. Ich glaube, da müssen wir noch ein paar Schritte nach vorne. Ja, schließe mich an. Viele neue Aspekte, Stichwort Wissenssicherung, Wissenstransfer. Also Babyboomer haben wir schon heute gelernt. Interessiert mich auch. So viel Wissenstransfermanager können wir gar nicht ausbilden, um das alles abzufackeln. War mega. Ja, war super. Menge wieder zugelernt und aber auch die großen Fragen nochmal aufgemacht. Wie ist es verwertbar? Also da ist der Flaschenhals meine Verarbeitung sozusagen und das gilt ja dann auch für die Community. Also da muss man weitermachen. Ich fand da noch den Blick aufs Big Picture super. Vielen Dank euch beiden da. Und Podcasts hätte mich noch interessiert, ob du da was Ähnliches noch in petto hast. Ja, wenn es ein Transkript gibt, das ist ja der Punkt. Genau. Alles klar. Ein guter Podcaster, der macht automatisch verlinktes Transkript. Ja. Also das ist Curation für, also wenn du mit deinem Podcast rausgehst und sagst, die anderen sollen das lernen, machst du automatisch Transkripte. Ich kann dem eigentlich nichts zufügen. Also habe auch viel mitgenommen. Ich habe eher weniger mit Videos zu tun, aber fand es trotzdem ganz spannend, was man da alles anstellen kann und wie es funktioniert. Ich habe auch zwei Sätze. Danke. Danke für das offene Teilen, für die Impressionen, die wir mitnehmen können. Ich habe vor 2 Jahren mal angefangen, mich mit einem Second Brain zu beschäftigen, das aufzubauen. Das habe ich schleifen lassen. Das werde ich jetzt wieder reinitiieren. Vielen Dank. Ihr werdet schauen, dass ihr die ganzen Links und Sachen, die ihr verpasst habt, genau auf die Art und Weise aus dem Video hier rauszieht. Ja. Nichts hinzuzufügen, Stichwort Second Brain. The Brain ist ein geiles Tool für Second Brain, leider auch in Amerika mit den Servern, aber vielleicht mal anzuschauen, The Brain, um einen Second Brain zu machen. Ja, zum Thema Wissensmanagement in der Organisation, das ist eine meiner Aufgaben als Manager des Geschäftsprozesses Wissensmanagement. Von daher habe ich noch eine ganze Menge Fragen hinterher und würde mich sehr über einen LinkedIn und einen Austausch freuen. Danke. Damit die nächste Session pünktlich beginnt, sollten wir jetzt wirklich Schluss machen und die Onliner bitten, ihre